Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück beim Pharao. Ich habe gerade eben kurz eine Pause gerückt und noch auf der Straße gesetzt und muss alles unten sortieren. Das fehlte nämlich gerade noch. Deswegen wurde auch oben keine Feigen hingebracht, was jetzt gerade, glaube ich, nachgeholt wird. Wir müssen mal die Geschichte wieder hochstellen. So, ich habe gerade schon gesehen, am Ende der letzten Folge, die brauchen jetzt den Arzt. Ist ein Arzt im Saal? Physiken. So. Und danach werden die wahrscheinlich nach Bier rufen. Ne? Ja, jetzt kommt das Bier. Sehr gut. Das ist alles planbar. So, Dentisten verteilen wir auch schon mal wieder. Hallo? Geht doch. Ihr bezahlt Steuern, steht da drüben. Alles so ein bisschen eng gebaut, muss ich mal sagen. So, wie sieht's aus? Wir haben immer noch keinen Kupfer, wir haben noch 9 Monate Zeit. Das klappt doch wieder nicht. Kongenial, Appetitik, Rabenaugen, unbedingt seinen großen Tempel. Deswegen wahrscheinlich gleich noch, wo die Tempelstadt errichten muss. Damit ich für 10.000 Leute genug Religion habe in der Stadt. Wie wär's denn mit hier? So, wir brauchen den Tempelkomplex des Ra. Hallo, was ist denn hier passiert? Das sollte nicht so sein. Wir benötigen Häuser beiden Seiten. Ich weiß. Architekt und Feuerhaus. Und dann kommen ein paar Tempel dazu. Eins, zwei, drei für Osiris. Eins, zwei, drei für Ptah. Eins, zwei, drei für Set. Und jetzt muss er da drehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 für Ra. So, das ist eine Tempelstadt. Damit sollten wir religionsmäßig voll dabei sein. Für immer und ewig. Und da wir genug Platz haben hier hinten und hier sowieso nichts hinkommt, hier können wir keine Wohngebäude errichten, weil kein, die Paar, aber halt eben kein Water Supply. Das heißt, die werden für ewig mit Wasser auskommen müssen. So, wahrscheinlich brauchen wir jetzt wieder Arbeiter, ne? Ja, natürlich. Aber die kommen ja gleich. Was habt ihr eigentlich für ein Problem? Wir bekommen kein Futter vom Wasser. Wie kommt das denn? Ist da genug da? Fire in the City? Wolf? Oh! Ganz vergessen. Firehouse und Architektenposten. Wie nachlässig von mir. Neuen Storage Yard. Oh, da ist noch was. Get. So, ihr wollt jetzt Bier trinken, ansonsten habt ihr nämlich alles. Okay. City Requests Goods. Wir haben noch 24 Monate jetzt Zeit für die Kupfer. Wie viel haben wir inzwischen? 1800. Okay, das ist nicht viel. Vor allem ist es nicht ausreichend.
Umwelt eigentlich Arbeiter? Nee. Ich bin mal gespannt, ob ich das in 2 Jahren schaffe. Was ist da nur los? Warum funktioniert der Basar nicht richtig? Was ist da? Was läuft da schief? Sehr seltsam. Und wir brauchen wieder mehr Arbeiter. Oder so bleibt dahin. Was war dahin? Lass dich nicht so lange bitten, wenn ich klicke. Medium Statue. Das gefällt mir alles nicht so. Die Medium Statue, ich finde die Medium Statue furchtbar hässlich. Da gefällt mir dieser Witter hier viel besser. Ich weiß aber nicht, ob 4 kleine Statuen denselben Effekt hätten wie eine Medium Statue. Ich glaube nämlich tatsächlich nein. Ah ja, genau, Tempel. Die Tempel. Osiris. Compliance not possible, sehr gut. Bitteschön. Tarnset. Relation Mindstock, Kingdom Standing Climbs. Viper, Tyrannis, die geben haben, sehr gut. Das heißt aber auch, dass Türe gleich vorbeikommt. Wo liegt Türe eigentlich? Türe, Kumpan. Wer bedroht mich da schon wieder? Ah, die Palästinenser. Nee, oder die Libanesen? Wozu gehören die? Ich weiß es nicht. Was ist das denn? Oh. Warum haben wir in Syrien eine Basis? Ihr seid keine ägyptische Stadt, oder? Das scheinen Syrer zu sein. Aber die wollen mit uns handeln. Das finde ich ja super. Die verkaufen Kupfer, die kaufen Papyrus. Das kann man gar nicht selber anbauen, ne? Nee. Wir müssen also Riedgras. Ja, wir können Riedgras importieren. Sonst hätten wir keinen Papyrusmaker. So, wie sieht es bei den Göttern aus? Kongenial, kongenial, das ist sehr schön. So, ich könnte eigentlich aus dem Kupfer Waffen herstellen. Ich glaube, aus Kupfer stellt man sonst nichts anderes her. Aber dafür bräuchten wir Arbeiter und die haben wir nicht. Da war ja was. Mhm. 1, 2, 3.
2, 4, den Rotblock hin. Und der Pavillon, da passt dann noch die Scribe School hin. King's Living Falls, weil wir den Skupfer zu spät geliefert haben. Wir sind jetzt auf 55 von den politischen 85. Sag ich. Fangt doch hier schon mal an mit Vorbereitungen. Distant Battle, aber sehr gerne, sehr gerne. Dispatch now. Wir brauchen. Wir brauchen einfach nur ein Workcamp. Das sollte reichen. Ich werde dann hier noch die Lager hinsetzen. Und die Arbeitskräfte. Also Carpenter, Bricklayer und Stonemason. Was waren wir eigentlich dieses Mal? Construction Guilds, Carpenter, Stonemason, Bricklayer. Genau die drei. Moment, das sind Brickpyramiden, ne? Ich muss wieder Stroh importieren. 2 Episoden nacheinander, in denen man Stroh importieren muss. Stroh. Das könnte wahrscheinlich Gras trocknen und das in den Klee mischen. Aber nein, es muss das Stroh sein, das man aus Weizen bekommt. Sieht schön aus auf seinem Map, muss ich mal sagen. Dieses Lila. So, wir haben ja gerade Geld. Das haben wir die Alterien. Ich wollte mir schon vor Ewigkeit mal angeschaut haben, was die Alterien und die Orakel machen. Die haben nämlich Boni, habe ich glaube ich schon mal erwähnt. Ich bin wieder nicht dazu gekommen. Wieder mal. So, ihr braucht Bier, die da unten brauchen auch alle Bier. Ihr braucht auch Bier. Wir haben zu wenig Arbeiter und wir haben noch Platz für 430 Leute. Das warten wir mal noch ab. Bevor wir dann anfangen. Gerste zu importieren. Ich kann aber schon mal. Wer war das? War das Avaris? Avaris war das. Die geben nämlich Gerste und nehmen dafür mit Gems ab. Und nehmen sogar Kupfer ab. Oh, sehr gut. Sehr, sehr gut. Dafür brauche ich wahrscheinlich einen Dock. Yep. Überraschung. 1, 2, 3 Docks. City Requests Goods. Sandstein. Was? Dafür, darauf bin ich nicht vorbereitet. Ich bin auf vieles nicht vorbereitet. 1, 2, 3, 4, 5. Sandstein, ja. Ach, du gehst nicht lang. Firehouse und Architektenposten. Also Kingdom Rating wird anfangs echt fallen. Muss man ein paar mehr Geschenke bekommen. Moment. Wir haben ja gerade ein bisschen Geld. 50.950 Deben. Nehmt das mal gerade an euch. Die Hälfte meines Ersparten. Wenn mein Kingdom Rating wieder steigt. Weil wir werden wieder ein paar Kingdom Rating Punkte verlieren. Brauche ich Sand. Moment, ich brauche Sandstein für das Mausoleum, richtig? 42 Blöcke, ja, dann fangen wir gleich mal an, um die Lager hinzusetzen. Moment, 240 durch 2 und 3. Das hatten wir schon mal, das Thema. Kopfrechnen. Ich kann schon mal ein Lager hinsetzen. Bevor das Sandstein vielleicht irgendwo verschwindet. 32, 64, 128. Definitiv ausreichend. So. Architekt und Firehouse und Rotblock.
Unten kann ich auch noch Sandstein abbauen. Oh, sehr gut. Wobei, ich brauche ja auch nicht mal Sandstein. Ich brauche ja auch... Oh! Ich kann noch Sandstein abbauen. Das heißt, den Plainstone, den ich später brauche, muss ich tatsächlich importieren. Heroes Returns. Oh, sehr schön. Ich mag es, wenn Helden zurückkehren. Das heißt, die haben alles richtig gemacht. Das heißt, wir haben alles richtig gemacht. Architektenposten und Feuerhaus. Was haben wir jetzt eigentlich gewonnen? The member numbers might be reduced somewhat since they left, but their comrades sacrifice was a good of Egypt. Distant Battle, was haben wir eigentlich angegriffen? Ach, wir haben Gaza angegriffen. City Requests, Goods, die 2000 Gems müssten wir haben. Yep. Das können wir schon mal schicken. Oh, und auch nochmal Platz für einen Wohnblock. Sehr gut. Oh, Moment. Nur Sandstein. Nur Sandstein. Nur Sandstein. Ich wünschte, das könnte man einfach kopieren. Oder gruppieren, dass man einfach sagt, ihr alle sammelt mir jetzt Sandstein. Und ich glaube, ich habe keine Straße nach hierher. Wo setzen wir denn Team ein? Und Block. Und Block. Oh, das sieht doch gut aus. Ach, schwierig, über diese Sanddünen hier. So, Geld steigt, Arbeitsplätze steigen auch, leider nicht die Arbeiter. Aber wir haben noch Platz für 253 Leute. Was habt ihr denn für ein Problem? Food! Ach, wer hätte das gedacht? Was fehlt uns denn da ständig? Industrie und Commerce. Boah, das hier ist eigentlich Food Distribution und die ist voll. Also das dürfte eigentlich überhaupt kein Problem sein hier, aber trotzdem ist es ein Problem hier oben. Kann ja wohl nicht wahr sein. Was? Okay, wins the day at Gaza, the Egyptian army was victorious. Haben wir denn Gaza jetzt eingenommen? Nö, schade. Wir haben einen Kampf gewonnen. Die Stadt gehört immer noch nicht uns. Wo ist das ein gewonnener Kampf? Warum verteilt ihr den Sandstein so wild? In der Gegend herum. So, wir brauchen E10 Plus. Oh, also ist ein Belt of Gaza. Egypt has successfully conquered Arena und City of Tyre. Expanding. Tyre ist nur eine ägyptische Stadt. Tja, jetzt könnt ihr sehr gerne nochmal nach den Gemstones fragen. Jetzt habt ihr ein Recht darauf. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Ich bin entzückt. Splendid. Wonderful. Oh, hier kann ich keine Stadt hinsetzen, da ist eine Düne im Weg. City Request kurz. Ich weiß. Ich habe noch nicht genug. Es tut mir furchtbar leid.
ist besser. Rotblock noch da und da. Wo will der hin? Niche Granary. Und ich Bazaar Storage Yard. So. Compliance not possible, no trade route available. Mit Tire. Handelt Tire? Mal gucken. Die verkaufen Incense, Luxury Goods. Na gut, brauchen wir nicht. Wir brauchen ein Luxury Good. Das wollte ich gerade. So, Water Supply. Da oder da? Da. Den Wasser hier hin. Physiken dahin. Text kommt da runter. Genau wie der Archie. Den Posten, das Feuerhaus und der Dent ist. Kingdom Standing Falls schon wieder. 79, aber wir haben mehr als genug durch den gewonnenen Krieg. Das gibt nämlich einen ordentlichen Schub, sowas. So, hier müssen wir natürlich ein bisschen auf verschwenderischen Platz umgehen. Set. Set. Dafür kommt. Passt das? Nein. Ah, verdammt. Nee, quakt. Da war es da hinten. Ich muss den Pavillon hier hinsetzen. Sonst funktionieren die Laufwege nicht. So, ist es auch verbunden. Ist es, ne? Ja, ja, ist es, ist es. Mit dahinten. Dieser Weg geht einmal quer durch. Verbinden wir das mal noch hier. Wow, wow. Das habe ich abgemessen. So, hier wird schon wieder geleert. Ja, hier wird schon wieder geleert. Und, ich bin schon wieder drüber über der Zeit, meine Güte. Gut, würde ich mal sagen, wir machen eine kleine Pause. Ich hoffe, es hat ein bisschen gefallen. Falls ja, sehen wir uns doch garantiert morgen wieder. Bis dahin, ciao, ciao.